Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Raft. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, als ich gesagt habe, wir gucken auf uns auf der Insel um. Das machen wir auch so gleich. Ich trinke jetzt nochmal normales Wasser. Und Mampfe auch nochmal eben was Normales. Weil es nur eine kleine Insel ist und ich jetzt keinen großen Ausflug dahin geplant hatte ursprünglich. Werde trotzdem das Holz natürlich mitnehmen. Aber ich sehe gerade halt, dass es halt eine eventuelle Besonderheit hat. Nämlich, dass da oben irgendwas ist. Und dann will ich da doch nochmal nachgucken, dachte ich mir. Aber in erster Linie auf jeden Fall auch das Holz natürlich berücksichtigen. Ich meine, wenn wir nämlich schon hier auf der Insel sind, können wir das auch noch mitnehmen. Und alles weitere natürlich auch. Also Ananas, Wassermelone, ne? Und natürlich die obligatorischen Kokosnüsse, die wir und Mangos, die wir halt durchs Baumfällen bekommen. So, es ist hier nur so ein Gerüst und ja, da ist eine Kiste. Haben wir nochmal Nägel, Bolzen und, glaube ich, Schrott bekommen. Ne, Scharniere. Und ein bisschen Rohmetall. Auch lustig. So, da ist jetzt nichts zu fällendes. Ich glaube, alle Bäume gefällt. Habe alle Ananas- und Wassermelonen mitgenommen. Das heißt, wir können wieder zurück an Bord. Packen das eine Metall auch noch. Autsch. Na gut. Dann ist das jetzt auch relativ gewesen gerade. Und Ali hopp. Gut. Hier ran wollte ich. Nein, das pflanze ich ja momentan. Bitte nicht wegräumen. Sodele. Habt ihr wieder nur drei Eier gelegt? Na, ihr wollt mich doch veralbern. Na gut. Was habe ich noch mit? Geil. Und das Segel mache ich mal wieder gerade. So. Genau. Ich meine, ich hoffe, dass das alles hier ganz gut hinhaut. Das ist halt so der Hauptaugenmerk, so gedanklich auch momentan immer noch. Aber gut. Achso, hier, ne? Ja. Ja, gut, ne? Das zieht sich halt in die Länge, ne? Wobei, wir segeln auf einer großen Insel zu, Leute. Da drüben. Das ist wieder eine große. Können wir uns wieder freuen.
so. Gut. Auch gut. Und das haben wir wieder freies Inventar. Achso, genau. Einmal je eins von den Dingern hier auspacken. Und weil wir das gerade anpflanzen, packe ich die erstmal temporär da rein. Ich weiß, wie ihr den Begriff verachtet seit Satisfactory. Aber es ist halt wirklich so. Ist quasi nur ein temporäres Unterbringen. Ah, cool, es ist ausgewachsen. Muss gucken, wie dicht ich rankomme. Bevor ich den Anker werfe, muss ich das nämlich wissen. Gut, Segel auf Kollisionskurs setzen. Und sobald es aussieht, als würde ich gleich auf setzen, nämlich also kein Blau mehr dazwischen sehe, und zwar ungefähr jetzt kann ich den Anker setzen. Ja, und jetzt sind wir auch dicht genug dran. Gut, perfekt, dann können wir jetzt eben schnell hier alles absammeln, weil das will ich nicht nachher noch machen müssen. Cool, wir hatten kaum irgendwas anderes außer halt, ja, Plastik und Blätter drin. Na gut, aber weil ich auch keine Fässer drin hatte, ne? Oder wenig Fässer. Nein, falsche Kiste, hier dran wollte ich. Gut. Das Fass davon lasse ich dann dementsprechend auch in Ruhe. Und jetzt würde ich sagen, einmal schlüppeln, einmal fütteln. Und ja, dann sind wir einigermaßen voll und können an Land. Eine zweite Axt wäre vielleicht eine Idee, aber das ist ja eine kleinere Version dieser großen Insel. Hier werden dann nicht allzu viele Bäume dran glauben müssen. Vor allem sind hier einfach auch schon wesentlich weniger. Gut. Der Mangobaum bleibt natürlich auch nicht aus. Gut. Wassermelone, Wassermelone. Müsste nicht auch, oder haben wir schon? Nee. Die müsste doch auch irgendwo in der Nähe Ananas sein dann. Aber gut, ist ja nicht so wichtig. Wichtiger ist für uns halt die Kisten. Weil da ja meist was Besonderes drin sein kann. Und natürlich die Bäume. Hier. 5. Ah, Scheinblätter, der hat mich jetzt doch noch erwischt und ordentlich weit weggezogen.
Hey, nerv mich nicht. So, stelle ich mich auf den Baum, dann kann ich den fällen. Ist natürlich dann nur kurzzeitig eine Lösung. Und jetzt gucken wir, dass wir hier die Pilze mitkriegen. Alter, ist mir das Schwein hier reingefolgt. Ich krieg eigentlich zu viel. Nee, da komme ich nicht so lang. Keine Kiste, nur diese Häufchen, wo ich mit einer Schaufel graben kann. Ja gut, dann muss ich da mal eben dafür umrüsten. Ah, na danke. Direkt einen auf den Latsch bekommen. Aber gut. Es wäre nicht rough, wenn man nicht ein bisschen darunter leidet. Okay, ist hier wirklich gar nichts? Ne, hier ist nur der Zugang. So. Schön ist natürlich, wenn ich das Wildschwein jetzt in dieser Höhle quasi zurücklasse. Quasi in Anführungszeichen würde ich sagen einsperre. Hui! Jetzt war ich ganz kurz verwirrt. So, da ist das nämlich auch schon. So, und jetzt kann ich dann hoffentlich schnell genug. Nee, das ist einfach immer an meinen Fersen. Wisst ihr was, da bleibt kein Kampf aus. Ich will mir jetzt aber nicht den Bogen extra holen. Nein, nein. Oh! Ich muss natürlich dran denken, dass der Vogel immer noch hier in der Nähe ist. Er wird ordentlich versuchen, mich auch nochmal aufzuhalten. So, jetzt holt der Stein. Wein ist weg. Muss ich warten, da ist der Vogel. Bei mir war das gerade echt zu nervig mit dem Wildschwein. Ich konnte ja nicht die ganze Zeit hier das austänzeln. Das geht ja nicht, Leute. So. Hier war noch, glaube ich. Genau, ein Schlag vonnöten. Da drüben ist halt nichts mehr. Jetzt können wir halt nur noch nach oben klettern und gucken, ob wir da noch was finden. Und dann ist auch schon wieder quasi inselbezogen hier Feierabend. Hier so eine kleine Art Funkstation. Kiste hat unser Inventar jetzt gut gefüllt. Das Einzige, was wir gleich machen können, ist zum Beispiel die Blätter rauswerfen. Was, glaube ich, gleich automatisch schon passiert. Autsch. Da habe ich nochmal ordentlich eine mitgekriegt. So, Bären kann ich schon, ja. Bären kann ich zum Beispiel schon nicht mehr einsammeln. Nimm lieber Bären mit als die komischen. Ah, und da ist auch noch was. Aua.
Na, toll. Nicht mit mir. Fünf. So, jetzt gucken wir, dass wir wieder zu unserem Floß kommen, wo auch immer ich geparkt habe. Irgendwo in der Richtung habe ich doch geparkt, ne? Ich bin doch zumindest über die Ecke auf die Insel gekommen. Ja gut, wortwörtlich halt von der Ecke aus. Gut, Wassermelonen kann ich zum Beispiel noch mitnehmen. Aber Palmblätter werden rigoros ausgespuckt. Gut. Oh, und Planken jetzt auch. Na gut. Dann ist das jetzt der Punkt, wo es heißt, ab zurück zum Schiff, aka zur. Ja, zu unserem Floß. Zu unserem. Da. Ich wollte ganz kurz schon sagen, ich habe doch den Anker gesetzt, oder? So gedanklich kurz dabei gewesen, dass ich es vergessen habe irgendwie. Gut, aber für die Ananas jetzt nochmal extra zurück und so. Ganz ehrlich, das brauche ich glaube ich nicht. Das heißt, wir können unser Floß wieder auf Kurs setzen. Sind froh über das zusätzliche Holz, was wir jetzt schon geholt haben. Und können alles Weitere ganz klar ja, hier reinräumen. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, wie dumm bin ich eigentlich, dass ich jetzt nicht nochmal zurück bin und das geholt habe, aber nee. Das hat nichts mit dumm zu tun, das hat was mit einfach Zeiteinsparnis auch zu tun. Ich kann später immer noch genügend solcher Sachen holen. Und notfalls baue ich die einfach auch an, also so ist ja auch nicht. Ah, ich habe sogar einen neuen Speer schon gefunden, das heißt, ich brauche mir kein Craften beispielsweise. Ne? Das ist doch auch schon mal was. Und Leute, ich muss mal ganz kurz, die Natur ruft, von daher, bis gleich. Ach ja, Leute, kennt ihr das, diesen Klassiker, man denkt sich so, warum sagt man nicht mal den Leuten Bescheid, was man gerade macht und merkt dann, warum habe ich euch darauf hingewiesen? Ihr merkt das ja eh nicht. Es ist ja halt wirklich so, ich sage immer noch die Sachen an, so like streammäßig, als würdet ihr es mitbekommen, wenn halt mal ganz kurz ein, zwei Sekunden, oh, ich habe sogar einen Haken, einen Sasser, Haken bekommen. Ja, das ist doch was Feines. Den packe ich doch auch direkt da rein. So, ja, wir kriegen wieder hier weiter fleißig unsere Möglichkeiten. Jetzt holen wir hier uns noch die Mango ab, die wir hier gepflanzt haben. Und ja, wir haben jetzt schon mal ein Saatgut mehr oder zwei, nee, sogar drei, als wir eben hatten. Wer weiß, vielleicht brauchen wir sogar da gar nicht mal so viel von besitzen. Muss man mal gucken. Auf jeden Fall haben wir jetzt ordentlich Bretter gerade im Inventar. Was eigentlich auch schon wieder wichtiger ist. Aber gut. Wir brauchen demnächst eine Seilkiste. Hier kriegen wir schon wieder mal zu viel von den Seilen. Wobei zu viel ist relativ. Wir verbrauchen die demnächst auch wieder. Na gut. Wo war ich gerade stehen geblieben von der Logik her? Ach ja, genau. Wir haben jetzt ja wieder ganz viele Bretter gesammelt. Um genau zu sein, sind wir schon wieder bei 162. Diese
Kann man aber geteilt durch 6 nicht für voll nehmen. Ja, das ist halt das, was ich meine. Das müssen wir hier nochmal, damit wir auch wirklich nur eine Reihe haben. Ups. Genau. Jetzt macht das auch wieder Sinn. Also ein breit so, aber zwei breit beim Aufbau. Da haben wir mal der Spindel. Oder was heißt Spindel, aber der eigentlich berücksichtigten Sache. Und ich weiß gar nicht, ich glaube Bäume greifen die Vögel gar nicht an. Also was heißt angreifen, aber das interessiert die eher weniger. Das meine ich halt. Was ich aber wieder gut finde, somit. Dann gehen wir wieder hier rauf. Guck mal, wie viele Nägel wir haben. Gerade nur zwei. Ich muss noch mal ein bisschen von dem Schrott zurückholen. Einer gebraucht wird. Und so, und ich brauche noch einen Nagel, den hatte ich ja sogar lose noch drinne. Blub. Und schon ist die nächste Rundung quasi da, also die nächste Kurve. Ja, Fässer und so, alles sammelt sich auch wieder ganz gut. Na gut, das wird sich noch eine Weile lang ziehen, ne, mit dem ständigen, ich sag mal so, Aufbau, ne? Ups. Drei, vier, fünf. So, und jetzt kommen nur 1, 2, 3, 4, 5 sind 30, also mindestens 32 Holz. Und dann haben wir den Stand erreicht, den ich brauche, damit ich da wieder eine weitere Kurve zu habe. Aber auch wieder da die Devise, es muss erstmal verfügbar sein. Na gut, was sagt denn die Zeit? Wir sind schon wieder am Partende, Leute. Es tut mir sorry. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ich bedanke mich erstmal wieder recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Und ich würde sagen, man sieht und hört sich einfach dementsprechend beim nächsten Mal hier wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus, haut rein und ciao. Tschüss.